Du Hurensohn! Ihr verfluchten Hurensöhne, rassistischen Hurensöhne! Baba Man, the one and only für Big Babas aus Namsau. Das Thema dieses Videos ist Blackface im Gärtnerplatz-Theater. Das letzte Video war als Denkzettel gedacht und sollte Sie dazu animieren, das Richtige zu tun. Da das unser x-tes Video über Blackface ist, haben wir nicht weiter erklärt, was Blackface ist und woher es kommt. I mean, wie oft noch? I don't know! Inzwischen ist eine Entschuldigung raus. Aber eins nach dem anderen. Step by step. Beginnen wir mit einer Frage. Was ist der Unterschied zwischen dem Stück Johnny spielt auf und irgendeiner anderen Blackface Minstrel Show? Die Präsentation ist 1:1 dieselbe. Ihr Hurensöhne. Okay, von Anfang an. Das Gärtnerplatz-Theater führt eine Show auf, wo der Hauptdarsteller ein weißer Mann in Blackface ist. Jeder weiß, dass Blackface rassistisch ist und keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Aber ich denke, die dachten, die kämen davon wegen ihrer Nazi-Story da. Abgesehen davon hat das Stück nichts mit Antirassismus oder Ähnlichem zu tun. Wenn, wäre es selbst nicht rassistisch. Das ist dieser Feel-Good-Shit von Weißen für Weiße. Jetzt alle Weißnussplatten! Deutschland wählt weiß. Hurensöhne. Wie dem auch sei, nach dem Backlash im Internet haben die das Video auf Instagram, unter dem Negativkommentare und Kritik waren, kommentarlos gelöscht. Dasselbe Video ist noch auf deren YouTube-Kanal. Auch andere Beiträge, wie zum Beispiel Bilder oder auch Trailer, sind nach wie vor online. Warum haben sie also dieses eine Video gelöscht? Weil darunter viele negative Kommentare waren. Nicht aus Einsicht oder so, denn sonst hätten sie die anderen Beiträge auch gelöscht. Macht Sinn, hä? Huh? Okay. 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 Hören wir uns noch einmal an, was diese Nazi-Abkömmlinge sagen. Also Krennic im Stadium des Johnny als junger Feuerkopf, wenn man so möchte, ist sicher ein Komponist, der wirklich ein ganz weites Spektrum an Klängen, an Idiomen, an auch, sagen wir mal, charakteristischen Färbungen für seine Figuren in die Partitur hineinbringt. Zu diesem Krennic, von dem das Stück stammt. In der Nazi-Zeit galt das vielleicht als linksprogressiv oder so, wenn man eine Story mit einem geblackfaceden Weißen erzählte, der Held des Stückes ist. Aber ist das jetzt die Messlatte? Zum Beispiel, hätte man in der heutigen Zeit die Hauptrolle nicht mit einem schwarzen Darsteller besetzen können? Nur eine Überlegung. Ganz speziell bei diesem Stück geht es natürlich auch um Rassismus und um das Thema, wie stelle ich verschiedene Kulturen auf der Bühne dar? Gibt es Kulturen, die mehr wert sind, die zu bevorzugen seien? Wieso stellt dieser Huan diese Frage, ohne sie zu beantworten? Denkt er würde spoilern, wenn er sagen würde, dass niemand aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft, seines Geschlechts und so weiter mehr oder weniger wert ist? Wie scheiße kann man sein, Alter? Man bedenke, es geht hier auch um Rassismus. Ganz speziell bei diesem Stück geht es natürlich auch um Rassismus. Ja, klar. Ganz speziell bei diesem Stück geht es natürlich auch um Rassismus. Ganz speziell bei diesem Stück geht es natürlich auch um Rassismus. Und da sind wir natürlich jetzt gerade auch zeitpolitisch an einem Punkt, wo wir ein deutliches Zeichen setzen möchten als Gärtnerplatztheater. Jetzt sagt er, dass er sich dem Zeitgeist anpassen will. Timing! Er denkt, sie seien progressiv und würden Ansagen machen mit einem Stück aus der Nazi-Zeit. Nochmal, sie denken, sie seien im Jahr 2022 progressiv mit einem Bühnenstück aus der Nazi-Zeit, wo der Hauptdarsteller ein Weißer in Blackface ist. Leute, das kann man sich nicht ausdenken. Wo wir ein deutliches Zeichen setzen möchten als Gärtnerplatztheater, um ein Stück, das damals als entartet, gebrandmarkt und eben letzten Endes auch in seinem Schicksal stark beeinträchtigt wurde, bewusst wieder auf den Spielplan holen, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, gerade solche Stücke braucht es, um die Diskussion immer wieder neu zu entfachen und um die Thematik nach der Freiheit der Kunst beziehungsweise den Grenzen der Leute, die
Kunst beschneiden wollen, aufzuzeigen. Das ist, worum es denen geht. Die Freiheit der Kunst, so wie er es nennt. Also, unter anderem, dass er frei blackfacen kann. Der Gedanke bei denen war sicher, dass sie angenommen hatten, sie kämen davon wegen ihrer Nazi-Story. Dazu kommen wir noch. Ein schwarzer Geiger aus Amerika klaut eine ganz teure europäische Geige. Das ist dann der Grundplot, mit dem man dem Stück begegnet. Dann irgendwann merkt man sehr schnell, dass es eigentlich um den jungen Komponisten Max geht, der eigentlich durchaus ein alter Ego von Krenek ist. Jung, nicht wissend, wohin mit seiner Kunst. Wenn der Typ in Blackface ein alter Ego Kreneks ist, was soll das Blackfacing? Klingt nach Thomas Gottschalk-Logik, yo. Ich habe das ja selbst erlebt mit dem Shitstorm. In meiner grundtiefen Verehrung für Jimi Hendrix habe ich mir irgendwann eine schwarze Perücke aufgesetzt, mir eine Bandana gemacht. Ich hatte auch eine Gitarre und die ausgestellten Hosen habe ich sowieso noch. Und mit Blackfacing hast du dich schwarz geschminkt? Ja, aber okay. Das war eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix und nichts anderes. Und ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Hurensohn. Wir sind Ende der 20er Jahre und beziehen uns stark auf die Kunst. Also wir haben den Expressionismus, wir haben was Symbolistisches, wir haben was Dadaistisches, also das... Die Kunst einen großen Raum einnimmt, ist natürlich eine große Freude für einen Bühnenbildner. Was ich immer versuche, dass es eine Welt ist, aus der wir herauskommen und hineingehen. So haben wir einen festen Raum, der Wartesaal, von dem aus es in eine Landschaft geht, also nach draußen geht, was aber in dem Fall ja auch eher ein nach innen gehen ist. Es ist eine Seelenlandschaft, die innen drin steckt. Aber es hat trotz allem, also das mag ich sehr an dem Stück, wie mit der Musik, es bleibt was Leichtes. Wenn ich jetzt was über ihn sagen würde, wäre das sicher Ableism. Also lassen wir das. Next! Was sehr spannend ist, ist eigentlich, wie Krenek versucht, den Jazz oder wie er, oder das, was er als Jazz damals verstanden hat, in die Partitur hereinzuholen. Das heißt, er bedient sich durchaus eines Sounds, der damals von diesen Tanzorchestern, wie das geheißen hat, gewohnt war. Also er hat sozusagen, er nimmt eine Musik, die eine sehr trockene Rhythmik hat und reichert die dann eben an mit einer großen melodischen Linie in Saxophonen, in Trompeten, in der Geige und versucht eben so diesen quasi Jazzklang, das ist eigentlich ein fiktiver Jazzklang natürlich, nachzubauen. Hier erklärt der Lauch, wie Krenek kulturelle Aneignung betrieben hat. Wenn jemand sagt, dass es irgendetwas anderes als kulturelle Aneignung ist, Reminder, der Hauptdarsteller ist in Blackface. Das hat nichts mit Kulturaustausch oder ähnlichem zu tun. 100% Culture Vulture, weil sie auch das Theater, die Kultur und die Menschen nicht respektieren, woher die Kunst, hier Jazz, stammt. Long story kurz, kein Respekt für Black People. Johnny ist eine durch und durch positiv gezeichnete Figur. Der klaut zwar eine Geige, aber für mich hat er sehr viel mehr von einem Figaro, der sich nimmt, was ihm eigentlich schon längst gehört und der dagegen die da oben aufbegehrt. Skandalöser ist es eigentlich fast, dass Anita da mit drei Männern in zwei Stunden zugange ist und unversehrt daraus hervorgeht und anders als im Musiktheater mal nicht sterben muss, weil sonst muss ja jede Frau in der Oper, die überhaupt zwei Schritte alleine macht, am Ende tot im Sack liegen. Das ist hier überhaupt nicht so. Im Jahr 2022 werden Frauen, die mit mehreren Männern am Gange waren, bei ihm nicht gekillt. Oh, wow. Gibt ihn ein Cookie. Mann, der Typ ist so progressiv, Alter. Feminist des Jahres. Ach, was rede ich? Feminist des Jahrzehnts. Was die Leute wohl mit alte weiße Männer meinen? Sonst muss ja jede Frau in der Oper, die überhaupt zwei Schritte alleine macht, am Ende tot im Sack liegen. Das ist hier überhaupt nicht so. Of course I support women. I have the links to so many petitions in my Insta-Bio. Timothy Bitchboy, professional pick me. Und ich finde, dass diese Aspekte, die Kunstverhandlungen, die Rolle der Frau, plus eben auch der Schwarze, der sich da emanzipiert oder sich das anmaßt und damit durchkommt, das ins Gleichgewicht zu kriegen als ein Sittenbild oder als ein Zeitbild. So war es damals gemeint und deswegen war das Ding auch so ein Mega-Erfolg. Überleg mal, wenn der Schwarze von dem Weißen klauen muss, um sich zu emanzipieren, ne, dann handelt es sich hierbei um eine White-Saver-Story.
Ein schwarzer Geiger aus Amerika klaut eine ganz teure europäische Geige. Die White Savior-Narrative geht so, dass die unterdrückte Gruppe, hier Schwarze, sich nicht selbst emanzipieren können. In irgendeiner Art oder Weise brauchen sie immer Weiße dafür. In diesem Stück ist es die Geige des weißen Europäers. Ohne diese Geige hätte sich Johnny nicht emanzipieren können. Wenn ihr mehr über die White Savior-Narrative wissen wollt, dazu haben wir auch ein Video. Hier rechts in der Ecke kommt jetzt so ein Infoding. Hier am Gärtnerplatztheater fand die Münchner Erstaufführung statt im Juni 1928 und das war ein riesiger Theaterskandal für dieses Haus. Damals waren schon die Anfeindungen von Seiten der Nationalsozialisten im vollen Gange und wurden hier auch bei der Premiere massiv ausgeführt. Mhm. Bei der Premiere kam es zu lauten Zwischenrufen in der Vorstellung. Es wurden Stinkbomben geworfen, es wurde Niespulver von den Rängen heruntergeschüttet auf das Theaterpublikum. Man musste die Vorstellung unterbrechen, man musste zum Lüften die Türen aufmachen, Polizei musste die Störenfriede aus dem Theater entfernen und entsprechend haben alle Zeitungen darüber berichtet. Deshalb haben wir auch in unserer Inszenierung uns dafür entschieden, mit diesen historischen Fakten kritisch umzugehen und es in unserer Inszenierung zu thematisieren. Lüge, Lüge, Lüge. Der Ansatz war sicher die Rezeptionsgeschichte hier in München. Es war ganz klar, die müssen wir mitnehmen. Die ist wichtig, das können wir nicht ignorieren. Was die aber ignorieren konnten, ist sowas wie die Tatsache, dass Blackface racist ist. Racist Motherfucker. Kommen wir zur Entschuldigung. Nehmen wir dieses Statement auseinander, okay? In der Münchner Erstaufführung von Johnny spielt auf im Jahr 1928 wurde die Rolle des Johnny von einem schwarz geschminkten Weißen gespielt. Diese historische Tatsache wurde in unserer Inszenierung kritisch auf der Bühne aufgearbeitet und verurteilt. Dennoch hat unsere Darstellung des Blackfacing, die bei der Entstehung der Produktion auch mit People of Color entwickelt wurde, offensichtlich Menschen verletzt. Das tut uns leid und war nicht unsere Absicht. Um unter diesen Umständen weiterhin einen offenen Blick auf dieses spannende musikalische Zeitdokument zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, in Zukunft auf die Darstellung des Blackfacing zu verzichten und laden herzlich ein, diesen Abend trotz oder auch wegen der Diskussion zu besuchen. Ihr Staatstheater am Gärtnerplatz. Ihr Hurensöhne. Diese Entschuldigung, wenn man es denn so nennen mag, ist schon mal sehr unpersönlich. Bei wem entschuldigen Sie sich? Das einzige Mal, wo sie schwarz sagen, ist in Bezug auf die Schminke der Johnny-Figur. Da Blackface anti-schwarzer Rassismus ist, das heißt, Schwarze, die Betroffenen sind, sollten sie sich als erstes bei der Black Community entschuldigen und dann bei allen anderen. Of course! Wurde die Rolle des Johnny von einem schwarz geschminkten Weißen gespielt. Diese historische Tatsache wurde in unserer Inszenierung kritisch auf der Bühne aufgearbeitet und verurteilt. Dieser Part hier zum Beispiel ist eine glatte Lüge. Danke, Manu. In ihrem Video waren sie null kritisch. Sie hielten sich sogar noch für progressiv. Und da sind wir natürlich jetzt gerade auch zeitpolitisch an einem Punkt, wo wir ein deutliches Zeichen setzen möchten als Gärtnerplatztheater. Das ist hier überhaupt nicht so. Oder wo seht ihr hier irgendeine Kritik an Blackface? Die erwähnen das nicht einmal. Zeitnot, in alten King Kong Filmen zum Beispiel, ne, war King Kong eine Knetfigur, die haben mit Stop Motion und sowas gearbeitet. Jetzt, wenn man King Kong neu macht, denkt ihr, die Macher, Beispiel Peter Jackson, hat sich gedacht, ich muss historisch korrekt bleiben und Knetfigur und Stop Motion verwenden. Nein, sie haben CGI benutzt. Also, warum beharrt dieser Mensch auf die historische Korrektheit des Blackfacings? Historischen Fakten. Es gibt keine Korrektheit des Blackfacings, du Bastard! Dennoch hat unsere Darstellung des Blackfacing, die bei der Entstehung der Produktion auch mit People of Color entwickelt wurde, offensichtlich Menschen verletzt. What the fuck? Indeed, Germany, what the fuck is up? POC ist ein Sammelbegriff für alle nicht weißen Menschen. Das muss nicht heißen, dass Schwarze hier involviert waren. Was wollen die damit auch überhaupt sagen?
die miese Karte einfach an die POC weiterreichen? Ja, guck mal, hier, die POC, die waren das. Ihr Hurensöhne, Alter. Ihr Hurensöhne. Haben wir uns entschlossen, in Zukunft auf die Darstellung des Blackfacing zu verzichten. Das ist das einzig Positive hier. Auch wenn sie es aus den falschen Gründen machen und nicht, wie sie sagen, weil sie Menschen verletzt haben. Darauf geben die immer noch nichts. Der Backlash war denen einfach zu viel. Das ist der Grund, warum sie jetzt das Blackfacen sein lassen. Nichts anderes ist das. Und laden herzlich ein, diesen Abend trotz oder auch wegen der Diskussion zu besuchen. Stop it. Get some help. Beendet wird die Entschuldigung, oder besser gesagt das Statement, mit Werbung. Ganz ehrlich, was hat das da verloren? I don't know! Hand aufs Herz, niemand sollte in irgendeine Aufführung dieses rassistischen Theaters gehen. Die sollten entweder die komplette Belegschaft wechseln oder pleite gehen. Und solange diese Rassisten dort beschäftigt sind, rate ich jedem dazu, das Theater zu boykottieren. Cancelled. Bye, Felicia. Ach ja, by the way, seht ihr ja, wie auch kein Wort von Rassismus gefallen ist in der Entschuldigung? Ganz speziell bei diesem Stück geht es natürlich auch um Rassismus. Wisst ihr Bescheid, Alter. Peace out. Bastard! Wu-Tang! Ganz speziell bei diesem Stück geht es natürlich auch um Rassismus. Was ist das für ein Prank gewesen? Krass, Alter!